Sollte wieder funktionieren. Sorry für die kurze Unterbrechung. Aber was willst du machen, wenn die Technik keinen Bock hat? Steckst du halt nicht drin, ne? Moment. Jetzt muss ich noch schnell. So, machen wir erstmal hier. Erstmal fortfahren. 64 war ich schon. Dann muss ich schnell meinen Counter starten. Ich hoffe, ich habe den jetzt vorher nicht überschrieben wegen dem Bowser-Ding. Moment, Momento. Dead Counter wieder einführen. Zack. Zack. Ah, wie schön, dass es gespeichert hat. So, da gucken wir, ob es funktioniert. Wechselt er auch? Jawohl. Wechselt. Passt, wackelt. Hat Luft. So. Da ist gemutet. Ja. Wo waren wir jetzt? Wir wieder gucken. Wir waren ja bei dem Kackvogel, ne? Bei diesem komischen Hängerswagen. 210. Was mir jetzt aber gerade einfällt, 210. Dieses Scheißding hat 200. Ich hab hier. Moment. Ich hatte doch. Finsternis. Blitz. Magie. Wir probieren jetzt einfach nochmal diesen widerlichen Kack. Na. Wahrscheinlich weiß ich erstmal die erste Zeit die Steuerung nicht mehr. Würde mich auch nicht wundern. Ja, guck mal. Die Frage ist, renne ich wirklich jetzt mal wieder durch? Was heißt denn endlich mal was Interessantes bei Twitch? Hallo, hast du nicht mal einen epischen Himmelssäulen-Solo-Run gesehen? My boy. Nope. Puh, schäm dich, ey. Traust dir was, ey. Bin bei Level 63 abgekackt. Irgendwas hat mich... Ey, selbst bei mir wird FF14 boykottiert. Frechheit, ey. Unglaublich, ey. Muss mich halt. Gewöhnt mich so langsam ein bisschen dran. Hab ein paar Veränderungen vorgenommen. FF. Hab mich. Wie gesagt, ich bin wieder allein unterwegs in FF14. Sagen wir mal so. Ich hab mich aus allem rausgehalten. Oh shit. Ich unterhalte mich gerade. Junge, was ist los? Wie gesagt, ich hatte jetzt die Möglichkeit gehabt zwischen Teso, Overwatch, Destiny 2, Cold Rain, Dark Souls. Ich habe gedacht, gut, Max Dark Souls weiter. Alles scheiße. Bei dir, alles außer Dark Souls ist bei dir kacke, ne? Das einzige richtige Game. Ja. Was machst du dann, wenn ich mit Dark Souls durch bin, ne? Ich merke schon, ich muss mich kurz wieder einspielen. Ich bin schon mit der FF-Steuerung. Cold Rain ist kein Pussy-Game, wohlgemerkt. Ja, deswegen ja, Ghost of Tsushima am 19. Juli. Bis dahin bekommt dann und dann schon Demon's Souls. Demon's Souls kommt erst. Gibt's für Demon's Souls überhaupt schon Release? Kommt es überhaupt zur 5er schon raus? Oder kommt das viel später? Weiß gar nicht. Kommt das mit der 5er? Angeblich ja. Aber das, bis dahin, ne, haben wir noch sehr, sehr viel Zeit. Wenn der Leak stimmt von Amazon, kommen die Blaze erst Mitte, Ende November. Wir gucken, wie gesagt, wir haben Dark Souls 2 vor uns, dann kommt Ghost of Tsushima, Dark Souls 3 haben wir noch vor uns. Ja, das sind so die Hauptteile.
Bloodborne will ich eigentlich auch noch spielen. Im Endeffekt habe ich so viel vor. Los, ich war auch zwischendurch was anderes, deswegen habe ich jetzt FF14 gemacht. Werde ich jetzt ab und zu auch mal zwischendurch machen, auch wenn du es boykottierst. Werde ein bisschen Overwatch zwischendurch spielen. Wie gesagt, Destiny 2 habe ich mir. Leck mich! Ich bin voll raus. Ich unterhalte mich. Destiny 2 habe ich mir auch installiert, nachdem ich bei Modern gehört habe, dass es auf Steam gratis ist. Teso könnte ich, werde ich vielleicht zwischendurch auch mal streamen, mal gucken, je nachdem. Wie, was? Destiny 2? Ich wusste es auch nicht, ich habe gestern bei Warlord zugeschaut. Destiny 2, das Grundspiel plus die zwei DLCs, also sprich Kriegsgeist und Fluch des Osiris, sind auf Steam gratis. Dauerhaft. Durch das, dass sie aber hier, wir hatten Warlord gesagt, von Battle.net weg sind und jetzt mit Steam kooperieren. Ich bin schon am Laden. Ich hab's mir gestern runtergeladen, sind 92 Gigabyte. Viel Spaß. Ich weiß, ich mag Destiny, bloß ich hab's halt. Du das Grundspiel gespielt, es hat ja alles geändert. Du fängst ja jetzt, ich habe ja gestern mal kurz reingeschaut. Du fängst mit Gearstufe, mit Gear, das heißt FF, du fängst mit Power Level 750 an. 750. Oh, was hast du aufgegeben? Warum? Ich finde es zwischendurch eigentlich mal ganz nett. Ja, okay, muss ja auch nicht, um Gottes Willen. Es ist ja alles Geschmack. Warum soll der erste Run gut laufen? Ich glaube, wenn die wegmache, fahre ich einfacher und spare mir echt Nerven. Die haben Stack. Wo hast du das geholt? Auf Ding? Battle.net? Ja, muss ja woanders. Ja. Okay. Blizzard, ja. Die buchen das, obwohl du es kaufst, echt zurück. Ich kenne die Funktion jetzt nur bei Steam. Dass wenn du dir ein Spiel kaufst und es nur eine gewisse Zeit spielst, erstattet kriegst. Blizzard auch? Okay. Ja gut, sagen wir so, ich habe das alles zu Low-Schnäppchen-Preisen gekriegt. Ja, schreiben um sie viel. Ich sag mal so, Papier ist geduldig, ne? Jede Gesetz hat seine Lücke. Kriegflagge. Warum ist der gerade nicht mehr da? Ist denn der hier? Den habe ich doch nicht weggemacht. Da ist ja noch mal ein großer. Kommst du mit dem Game nicht zurecht? Ja, okay. Wenn, dann sei froh, dass es. Ja. Wissen sie ja nicht. Wie gesagt, ist alles Geschmackssache im Gottes Willen. Wo ich zum Beispiel jetzt auch mal wieder reinschauen möchte, das habe ich mit Harley früher oft und lang gesuchtet. Ich weiß nicht, ob sie was sagt, ist Warframe. Das Spiel ist mega. Falls du es kennst. Ist auch ein Free-to-Play. Das habe ich so hart gesuchtet früher mit Harley. Schild ist oben, Junge. Es ist echt lustig, vor einem Spiel aufs nächste zu wechseln mit der Steuerung. Recht. Okay, wenn ich den ersten wegmache, dann könnte das sogar gut klappen. Wenn ich nur den ersten wegmache.
Die sind schon viel zu nah, ne? Okay, ich muss die wegmachen, weil sonst mache ich das jetzt wieder 20.000 Mal und ich ärgere mich los. Ich muss die einfach wegmachen. Okay, ja, schnell war nicht auf so ein System, aber du siehst ja beim letzten Mal, manchmal klappt das voll chillig, ne? Ohne ein Problem. Das Problem ist die Ausdauer. Hätte ich dauerhaft mehr Ausdauer, dann. Oh, jetzt kommt der schon wieder, natürlich. Aber weißt du, was mich halt hart irritiert? Dass der Typ da oben nicht mehr da ist auf einmal. Der da oben. Ist das, was mir gerade einfällt, ist das richtig, was ich gelesen habe bei Dark Souls 2? Korrigiere mich, ob es stimmt. Wenn du ein gewisses Gebiet, manche Gegner bestimmt oft tötest, dass die dann nicht mehr kommen. Habe ich da richtig gelesen? Weil ich da persönlich gerade komplett falsch. Also siehst, der ist nicht mehr da, dann. Ich meine, ich habe das gelesen. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Guck. Echt jetzt? Also sprich, du kannst dich, wenn es dumm kommt, nicht ewig tot farmen. Also stimmt es doch. Mich hat es bloß gewundert, dass der hier. Da hat der ja auch nicht mehr. Doch, dahin. Aber ich denke mal, muss die random Gegner, ne? Aber wenn die ja nicht kommen, ist ja okay. Was willst du jetzt hier? Nee, okay, wir machen jetzt alle gemütlich weg. Was anderes bringt mir überhaupt nicht. Oh, nur du. Ist zwar jetzt ein nerviger langer Weg. Jetzt mal. Vor allem, wenn sie beide ein bisschen hier schwer rumwerfen. Hä? Was war das jetzt? Ich hätte es auslassen sollen. Ohne Witz, geht schon wieder los. Ich mag diese Ecke überhaupt nicht. Ich hätte es echt auslassen sollen. Nein, wir bleiben ganz lauschig. So arg wie beim letzten Mal raste ich nicht aus. Noch nicht. Also töte ich euch so oft, bis ihr nicht mehr spawnt. Punkt. Ah, aber du kommst sonst immer wieder, ne? OP. Hey, wo willst du jetzt hin? Was ist eigentlich mit dir da unten? Du bleibst ewig da unten hängen, ne? Wo du gehst. Okay, dann töten wir sie, auch wenn es echt ein langwieriger Prozess ist. Da brauchst du jetzt mal 10, 15 Minuten zum Boss und dann stirbst du beim Boss innerhalb von 2 Minuten. Und du kleine Scheiße, wo bist du? Du nervst, kommst sonst wieder hoch. Danke. Du dahin kommst, bist noch da, ne? Oder bist du jetzt auch inzwischen weg? Ne, du bist noch da. War noch was. Ach gut, dann machen wir es halt. Ganz chilly Vanille. Komm her, du hast mich doch gesehen. Und auch bitte nur du, nicht, dass die anderen wieder kommen. Ganz sinnlos. Sehr ungeil, ne? Sag ich dir jetzt mal. Das gibt's nicht. Was ist denn? Jetzt komme ich nicht mehr an den vorbei. Jetzt komme ich echt nicht mehr an den Scheitern vorbei. Ich hätte doch gleich wieder durch. Ich
Ich glaube, ich bin noch an keiner Stelle so oft gestorben wie hier gerade. Und das Schlimme ist, ich muss lang, hier lang. Und sag mir nicht, das ist ein optionaler Boss, ich muss hier nicht lang. So prügel ich alle. Drin. TP, Hülle, Damage, Ausdauer. Okay. War mir nicht mehr sicher. Du kommst sowieso, ich glaube, ja, war ja klar. Junge, ich lege wieder nicht auf. Ach ja. Du benimmst dich da oben, ne? Komm her, bleib jetzt anständig. Ich hab nicht so viel Zeit. Danke. Geht doch. Darf ich dir wieder eine, alle einzeln herauspullen, ey. Nee, tu ich. Ich hab keine Pfeile mehr, ne? Möglich. Oh, nö. Okay. Hallo? Ich kann die einzeln pullen, oder? Noch mehr. Ich hoffe doch. So, wenn ich hier gehe, pull ich den. Da kommt der zweite. Der dritte. Natürlich. Leck mich doch am Arschi. Die Strecke ist aber auch schon nervig, ne? Weil wenn du jetzt mal hier 10 Minuten und sonst wie lange brauchst, um hier durchzukommen und dann einfach 2 Minuten beim Boss zu verrecken. Aber die Seelen sind ja trotzdem heftig, ne? So, du müsstest eigentlich die letzte gewesen sein. Komm runter. Komm. Hallo. Komm runter. Das war's, fick dich. Wenn du jetzt mich da oben aus dem Nebelding rausziehst, ne? Oh, verprügel ich dich. Genau das meine ich. Du brauchst 10 Minuten und dann nervt's. Bam. Ich bin echt überlegt, ob ich dich komplett durchrenne, erst dieses Tor aufmache, damit er aufhört rumzufahren und dann in Ruhe die Hexen kill. Irgendwie. So in dem Dreh.
Na egal. Ach, natürlich. Oh, nö. Oh, komm schon. Boy. Warum? Die fünf da oben nervt mich doch schon. Warum musst denn du jetzt auch hier aufmucken? Komm, verpiss dich mit deinem Rasen, mit deiner Rasenmäher-Sense. Nerv nicht. Du bist hier noch, ne? Ach, du bist auch nicht mehr da inzwischen. Habe ich dich auch schon oft genug gekillt. Ja, super. Sieh einer an. Du kommst also auch nicht mehr. Du kommst, du bleibst da unten. Du bist gerade umgedreht. Wie oft muss ich euch killen, damit ihr nicht mehr kommt? Hm? Spätestens bis wir sie so oft gekillt haben, bis ihr nicht mehr kommt, ne? Bestens so lange brauchen wir ja. So, Nummer 2. Da kommt der andere. Und den da oben, den links ignorieren wir, weil der bleibt eh drauf hocken eine gewisse Zeit. Was ist denn das jetzt? Warum denn? Warum kannst du nicht da oben sitzen bleiben? Du kleiner Trottel. Ach stimmt, rechts war ja noch einer. Ja, ich. Die Stelle, das ist so eine Stelle, die mir total auf den Sack geht. Die, wo mir komplett gerade den Spaß verdirbt. Nur diese eine Stelle. Wie ich ja gesagt habe, das Balancing in Dark Souls 2, es spielbar 3 sein, ja, aber das Balancing finde ich hier echt widerlich. Ja, Mutter. Wie geht's, killen sie so oft, bis sie nicht mehr spawnen. Punkt. Ich sag, die zwei unten sind schon komplett weg. Du bleibst da unten, du hast mich nicht gesehen. Hoffe ich doch. Ah, du bist wieder da, gut. Ich hoffe, soll ich nicht killen da oben, dass du nicht mehr kommst. Dreier-Kombi, jawohl. Zack. Nächster. Komm, putt. Mit alle den Dreier komm ich drauf, merk schon. Das. So. Da bist du drin sein, da oben. Komm. Was ich lustig finde, der von ganz hinten kommt, aber der, was weiter vorne sitzt, ne? Der bewegt sich hier Millimeter. So, dann holen wir den vierten noch. Der eine bleibt ja eh links oben sitzen. Der campt eh da oben. So. Na komm her. Peitschen Schnulli. So, Mensch. Du bleibst aber da oben sitzen, ne? Du bleibst da sitzen. Will dir nicht. Was wollte ich jetzt? Irgendwas wollte ich ja drin. So.
Wieder 10 Minuten Weg, um innerhalb von 5 Minuten oder 5 Sekunden wieder zu sterben. Hau ab, Mann! Ich bin am Saufen, du Kackskelett! Danke Galaxy fürs Hosten. Das ist doch nicht dein Ernst, jetzt ist die Ausdauer weg! Mann! Was ist das für ein niedriger Ausdauerpool? Sie ist bei 19. Egal, aber es war Progress. Wo ist dieser niedrige Ausdauer holen, dieser niedrige, ey. Ja, natürlich. Nee. Hier gleich nackt rein, ohne Rüstung, damit die Ausdauer nicht so schnell flöten geht. Ohne Witz. Komm her, seid ihr immer nicht tot? Die spawnen den nicht bei mir. Komm! Ich habe nicht ganze Nachtzeit. So, ein Dreierkombi, genau. Sei brav. Ich töte euch so lange, bis ihr auch die spawnt. Oh Scheiße, seid ihr die einzigen, wo es nicht macht. So, Number 3. Kommt. Oh, ich will eine Dreierkombi sehen. Dankeschön. Fein. So. Komm her, Peitschi. So, ich bin wieder im Flow. Ah, ich hab dich schon Köpfe da drin gekommen bist. Renn doch, wenn ich drauf drücke.
Rennen. Du kannst rennen, wenn ich X. X sag. So, nächster Versuch. Ja, hätte klappen können. Das trinkt aber schnell los, komm. Nein! Trink doch! Bitch! Ausdauer weg! Bleib, lieber bleib. No. Ich muss kurz austauschen. Nein. Schön für euch, wenn ihr wiederbelebt werdet. Nein, aus. Hört ihr? Das ist die Bitch. Aus, da wieder weg. Ach komm, leck mich doch. Was ist denn mit der Ausdauer? Meine Fresse. So schnell kannst du gar keine Ausdauer generieren, wie du sie brauchst. La 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 la. Zu schwer, ohne Witz. Wir gehen dahin, ist das. Da, 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 da. Hatten wir nicht. Warte mal, hatten wir nicht. Nee, hatten wir nicht. Ah. Puff. Du? Kommst du nicht mehr, oder? Nö, der kommt auch nicht mehr. Alles klar. Ja, Tech-Count habe ich drin, ne? Komm ich da rein? Ja. Ja, natürlich. Hau ab. Hab ich gesehen? Nee, gut. Und ihr könnt ihr endlich mal weg sein. Keiner mag euch. Ich persönlich frage mich halt, ob das Flammschwert besser ist. Oh ja, klar, natürlich, okay. Gegen die drei kämpfe ich nicht, also sprich, wir machen einen Versuchsrun. Was klappt niemals? Die hauen mich wieder aus der Brüstung. Ich höre es nämlich hinter mir laufen. Aber nein! Nein! Geh! Ach komm! Fick dich, du Scheißviech, ey! Du schießt immer gleich! Mal kommen sie nicht! Bin ich froh, wenn diese Ecke rum ist, ey! Gibt es eine Stimme der Ecke wie die? Ich hoffe doch nicht. Oh ja, wieso frage ich eigentlich? Wieso frage ich eigentlich? Anders habe ich ja gar nicht erwartet. Zwei Gebiete, drei, was? Das ist auch so zwei, drei Gebiete, ach so, jetzt.
Vor allem, ich hoffe ja bloß, dass das kein optionaler Boss ist hier, dieser scheiß Heini, und ich den die ganze Zeit umsonst hier mache. Bin schlimmer. Ich sage, ich habe nichts gegen schlimme Gebiete, nur wenn die Wege zum Boss so absolut nervig sind. Ne, der ist wichtig, gut. Vor allem, wenn sich der Weg nicht stimmig genug ist, dann kommst du nicht weiter. War klar. Na komm. Tja, da fand ich Smoke und Ornstein nicht mal so nervig wie das hier. Der Weg ist noch chillig. Okay. Kommst du? Ja. Spätestens bis wir hier alle gekillt haben, ne? Und die nicht mehr spawnen. Haben wir noch ein bisschen nervigen Part. Da. Und schon ist die Ausdauer wieder weg. Komm, komm unser da oben. Nee, nicht du, du. Wir haben ein bisschen was. Ja, mein Hauptproblem ist einfach meine fehlende Ausdauer. Hat er es jetzt gefressen? Ja, ich will, dass es gefressen hat, aber du siehst es nicht, ne? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh Gott, wie schnell ist der auf einmal hier? Hallo. Range. Oh Gott, oh Gott. Ja, ich weiß, du belebst sie wieder. Ich hab dich schon kapiert. So. Noch kurz chillen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ausdauer. Langsam machen, ich brauche mal Ausdauer. Kurz abpassen, zack, ganz hin, raus. Du darfst mich auch nicht gerade. Ausdauer abpassen kurz. Und rein. Und raus, schnell die Hexe wegmachen. Oh Gott, die Hexe ist noch eins weiter oben. Raus, raus, raus! Nein. Ach, fick dich! Wieso kommt es so schnell her? Mann, ey! Die Skelette müssen 5 Kilometer weit wegfliegen, wenn der die anfährt. Die erste ist ja inzwischen easy, aber die dahinter. Naja, mein Gott. We will see. Und du? Wart's wieder, bis ich komme, ne? Die ganzen ersten 100 Tode bist du immer noch hinweggelaufen. Und jetzt wart's dir. Wow, wow. Er hört auf mich. Nein, tut er nicht. Und das Ausdauerding bringt halt auch nicht viel gebracht. Das Ausdauergrund. So, auch für den Arsch.
Nee, nee, du kommst nicht. So, und hockt ihr immer da oben? Hab ich euch noch nicht aufgesucht getötet? Oh, der erste kommt schon mal nicht mehr. Wir haben Progress. Oh nee, ach komm, Willy, warum alle. Aber wir haben einen Progress. Einer kommt schon mal nicht. Der hat schon keinen Bock mehr. Wenn die jetzt alle weg sind, dann können wir schön gechillt dahin rennen die ganze Zeit. Aber schlimm, du stehst ganz vorne. Auf einmal kommen alle drei. Einfach so random. Gleichzeitig auf einmal. Egal. Geduld ist eine Tugend. Ah komm, der zweite ist nicht mehr da. Ha, der zweite ist auch weg. Wichser! Siehst du, jetzt kommen die auf einmal alle zwei. Mann! Ein Hieb wollte ich doch. Ich will die jetzt erstmal wegmachen. Ich will die auch erstmal wegmachen. Ja, ich will hier, ich will eigentlich kein Dead Counter Farm. Ich will hier. Ist kein Dead Counter Farm Simulator. Huch, und ich merke gerade, mein Kaffee wird kalt. Scheiße. Ich wusste doch was vergessen. Ja, wenn es der Weg erstmal frei ist, dann wird der Weg schon mal viel entspannter. Definitiv. Der Boss selber nervt mich gar nicht so. Mich nervt halt nur der Hinweg immer. Der Boss selber ist halt ein bisschen tricky und ein bisschen Glück dabei. Der, na, siehst du? Na, jetzt kommen sie nämlich alle zwei komischerweise auf einmal. So, wenn ich meine Zählen, wenn ich meine Zählen. Es waren nicht alle, zwei kommen ja nicht mal. Der bleibt eh da oben chillen. Der chillt ist ja der Nachricht da oben, wer da. Ne, jetzt kam runter, das habe ich gehört. Und ich bin überlegen, ob ich wirklich das Schild nutze. Nur um die Skelette einfach zu one-hitten. Und ich hoffe, ich schaff's. Bisschen One-Hit-Wunder dann. Ich glaube, meine Ausdauer eigentlich würde ich zu weglaufen. Auch nicht, scheiße. Tschüss, du wirst jetzt überfahren. Weiß der Bruder, ne? Die Hex ist tot. Sicher, sicher. Ah ja, morgen. Kommt er wieder? Huch! Eigentlich müsste ja die Hexe da rum drin sind irgendwo hier. Da gabelt die alte Schlampe. Jetzt aber schnell das Tor. Mach zu! Lauf!
Gegenfrage, wo ist denn der Torhebel? Da ist er, um Gottes Willen, ey. Krieg voll im Teufel vorbei gelandet. Ich wollte noch seitlich hinlaufen. Kannst du mal warten, bis ich... Verarsch mich halt, du Fickgaul! Der lässt mich nicht mal seitlich hinlaufen. Ich weiß, dass ein Pferd austritt. Nee, aber gleich zwei Dropkicks in die Fresse. Gleich zwei. Aber wir haben schon mal Progress. Da kriegst du gleich zwei Dropkicks in die Fresse gedrückt. Leck mich doch. Also im Doppelhandschwert ist, glaube ich, besser. Kriegst die Hexe erstmal mit zwei Hits tot und nicht mit drei. Und haben wir eigentlich, wenn ich will kurz was gucken. Große Titanitscherbe. Wir haben zum Aufrüsten 5 gebraucht, ne? Na, ja, egal. Wir haben schon Fortschritt gesehen. Alles gut. Mit Skelett ist einfach ein bisschen gefüßelt. Da musst du dann aufpassen und abpassen und... So. Hallo? Einer. Uno. Nö. Nö. Wollen sie nicht. Gut, da kommen sie beide wieder. So lange, bis ihr nicht mehr spawnt. Halt. Kein Kommentar. Leckt mich am Arsch. Ihr zwei Penner. Ohne Witz. Warum kommt ihr alle zwei? Warum? Ich gehe gleich Pfeile kaufen. Ohne Scheiß. Hab ich den Dead Counter gedrückt? Keine Ahnung, ich glaube, ich vergesse den immer wieder. Oh Gott, bist du erschrocken? Bist du verrückt? Halb dumm ist, die kommen jetzt alle zwei, egal wo du stehst, ne? Nur weil die anderen zwei weg sind. Und ich habe so den Eindruck, die zwei bleiben stehen. Die gehen nicht weg. Du bist so ein Fickschnitzel, Alter. Da ist mal da stehen, wo mich nur der eine sieht. Eigentlich hier. Hier. Oh. Hier bin ich. Die kommen beide, ne? Kannst du machen, was du willst. Die kommen beide. Oh komm. Wenn die dahin sind, laufe ich mal schnell vor. Vielleicht habe ich Glück, wenn die dahin rumirren. Ich höre sie nicht hinter mir laufen. So, erstmal das wieder. Ja, natürlich. Wir rollen erstmal vom Nebelfett. So. Dann. Oh, okay. Schwerer Tag ist gleich besser, da wartet muss er. Und die mich aber auch. Du bleibst auch erstmal gemütlich liegen. Wir laufen ausdauernd so. Sei du wiederbelebst die nicht. Okay, die hinter mir bleiben tot. Junge, dich sehe ich. Da rechts war das Bogenskelett. Natürlich schlägst du erstmal fett daneben.
das war scheiße knapp. Ihr nervt gerade, unheimlich. Oh shit. Kommt bitte war da oben. Nein, die Beine weiter. Oh shit. Fick dich. Ich bin schon wieder am Hebel vorbeigelaufen, oder? Warum laufe ich denn immer am Hebel vorbei? So, die Skelette sind alle tot. Schild ist oben, habe ich gesagt. Danke. Ausdauer voll werden lassen? Nee. Ab Arsch, Junge. Ausdauer voll werden lassen? Nein! Lass das! Hoff dich mitzusehen! Ausdauer weg. Hör auf, du sollst aufhören, dich mitzudrehen. Oh shit. Hör doch auf, du dummer Gaul. Lass mich heraus, ich sehe. Jetzt packe ich hier drin fest. Ach komm, ist doch eine Scheiße. Du Fotzengaul. Entschuldigung, jetzt geht's wieder los. Dreht es sich immer mit, ey. Ja, den zweiten Schalt, ich hätte immer vorbei, ne? Das, du Drecksgaul, du widerlicher. Du nerviges Kackpferd. Immer dreht er sich mit, die ganze Zeit. Und dann backt er dich wieder in die Ecke rein. Egal, wir kommen immer weiter. Es kann sich nur noch um ein paar Tote handeln. Aber so groß Ganzen, wie wir es jetzt schon handhaben, schaut es ja ganz gut aus. Nervig sind halt die zwei noch. Aber wenn ich die so hergetüggelt kriege, wie gerade die ganze Zeit, dass ich nach hinten locke und dann weglaufe, haben wir ja auch ewig alle zwei. Natürlich. Natürlich! Auf, jetzt erwischen sie mich wieder. Ja, das klappt eigentlich ganz gut. Einfach heranloggen und weglaufen und dann. Boom. Dem schnell eine verpatzen. Boom. Abpassen. Tjup. Nein, daneben. Du dumm. Du dumm bist, habe ich gefragt. Kommst. Die belebt wieder, du bist Schlappe. Das heißt, ich muss erst um die Skelette kümmern. Oh mein Gott. 617, wir laufen zurück. Uff. Mach weg. Wieso triffst du nicht? Willst du mich verarschen? Hallo. Wieso trinke ich? Kann man es mal anders sagen? Nein! Geh doch da rein! So. Ich glaube, eins, zwei, da rechts waren es. Ich glaube, da waren Skelette drin, ne? Ja. Genau. Die andere alte, ja, da war auch. Hey, nein, ich glaube, es ist. Na komm, ein bisschen her. Komm.
So, tschüss. Da müsste denn gewesen sein, ne? Der nee, ohne ich. Eins weiter. Oh Gott. Tschüss. Geh doch weg. Der musste natürlich jetzt dahin kommen, ne? Dieser kleine Bastard. Dieser einzelne kleine, der hier aufmuckt. Ne? Dich merke ich mir, Freund. Dein Gesicht habe ich mir gemerkt. Du kannst dich nicht da drin verstecken und die alle ablocken. Die hauen dir so schnell die Ausdauer runter, so schnell guckst du gar nicht. Und ihr zwei hier wieder, ne? Ihr könntet auch mal sterben, dass er nicht wiederkommt, ne? Ihr nervt mich ganz schön, wisst ihr, ne? Ja komm, ihr bist eh. Bist deine Kombi gefangen. Tschüss. Ich höre sie hinter mir laufen. Ich glaube, ich war sehr langsam. Lauf, 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 lauf. Geh rennen. Geh rennen. Das heißt aber für mich jetzt ganz schnell dahin, bevor die alle auf die Idee kommen, ne? Ja. Alter, dein Ernst? Trink halt! Ihr nervt gerade. Tut mir leid. Boah, die laufen dir hinterher, ne? Psst. Und wieder komplett Ausdauer weg. Ah, komm. Nein. Ach, leck mich doch am Arsch. Mann, ey. Ich hab jetzt nicht. Mal schauen, wie lange ich da noch dran hänge, ey. Ich will mal bis nächsten Monat fertig werden, ja? Was war denn das jetzt? Oh Gott. Hat keiner gesehen, ich schneide mal raus. Alter, ich habe auch ganz schwitzige Finger, ey. Hier ist so warm gerade. War ich an einer Stelle in Dark Souls 1 so lang gesessen wie an der gerade? Ich glaube nicht. Wenn ich auf den Deadcutter schaue, in der Zeit habe ich ja das Spiel fast durchgespielt. Den ersten. Und eigentlich habe ich Bock euch zu töten, dass ihr abhaut.
Ja, die ersten Skelette wegmachen ist ja okay und dann. Oder einfach durchrennen zur ersten Hexe. Das Problem ist halt, der Wagen bringt die Skelette nicht gleich komplett um. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt so lang die töten, bis sie nicht mehr kommen. Und wenn ich erst nach 20 Runden zum Boss gehe. Diese kleinen Frackträger, ne? Gehen mir hart auf die Pelle. Ich mach die jetzt erstmal weg in Ruhe. Sonst wird das nichts. Das schont Nerven. Die Scheißerchen. Und dann kann ich mich in Ruhe um den Boss kümmern. Was jetzt der Dicke hier macht, bin ich über Stich für die Rechnung. Komm, geh weiter. Du brauchst gar nicht warten hier. Hab keinen Rasen zu mähen. Piss dich. Boah, alter Junge. Ich werde mal nach Matura gleich zurückgehen. Ich mal gucken, ob ich das eine Schwert aufwerten kann. Ob ich jetzt 4 oder 5 Scheunen gebraucht habe. Ich weiß es nicht. Nee. Oh, du Bastard, ey. Wie gesagt, ich will ja die E-Töten erstmal. Fick dich! Komm her! Alle beide! Die kommen echt alle beide. Lasst mich doch wenigstens eintöten, du Arsch da hinten! Mensch! Ich hab doch bestimmt an diesem Boss jetzt fast 100 Tote verballert, oder? Es gibt. Beziehungsweise nennt das nicht Boss. Nervensäge. Kackpferd im Eisenwagen. Ich habe absolut die Befürchtung, dass die zwei da hinten sich nicht wegtöten lassen. Weil die ja so untypisch zu zweit kommen. Nö. Okay. Ja, ich muss es probieren, weil die nerven mich sonst. Jetzt kommen sie wieder alle zwei. Oh. Nein! Du nervst mit der Axt, du nervst! Misch die dich in! Boah, ey! Ich gehe mal schnell nochmal Matura, immer was gucken. Ich hol mir jetzt gleich mal Pfeile oder irgendwas, die gehen mir auf den Keks und hol mir die einzelnen darunter. Ich sage ja, wahrscheinlich sind es die einzigen zwei, die du nicht wegkillen kannst. Boah! Du guck dich so. Bam. Rede mit mir. Ah ja. Der verkauft auch keine Schollen mehr. Bei dem muss ich auch nichts. Ah, ich könnte das Ding weiter verstärken. Was mich jetzt aber fragt. Das Ding ist jetzt plus 5. 224. Das Ding hat nichts. Ach, das ist plus 8, plus 3, doch. 200. Nee, dann ist es doch ziemlich besser. Don't waste my time. Inventar, habe ich gesagt. Auf sich schwer zu zücken. Ach. Ja, klar. Ich brauche plus 5.
Ja, ich schon wieder. Hoch. Der andere Schmied, der konnte ja nichts machen, damit der andere Schmied. Bis jetzt 10, 20, ach so. Ach, ich habe Armbrustbolzen. Ja gut, Armbrustbolzen bringen mir ja nichts. Ich hoffe, die zählen lang. Es geht ja bloß darum, die mal hier zu pullen. 10? Okay, 30. Sonst war ja auch nichts weiter, ne? Zum Aufwerten brauchen wir, glaube ich, viel zu viel Seen, als dass das was bringt. Okay. Mehr war schon gar nicht. Hä? Scheiße, wo war's denn jetzt? Bin ich jetzt dumm? War doch hier, oder? Ich glaube, ich tähe bestimmt falsch. Wo war denn das? Ich tähe bestimmt in die falsche. Hundertprozentig. Natürlich. Nee, du kommst jetzt nicht. Lass es. Wo gehst du hin auf einmal? Was hast du da oben verloren? So. Jetzt pullen wir die da ganz einzeln weg und ich hoffe, dass die auch irgendwann dann mal nicht mehr kommen. Ich lache, wenn wieder beide kommen. Ne, tun sie nicht. Und drei kommen wieder, danke. Dann machen wir es eben so lang, bis die nicht mehr kommen. Wie gesagt, wahrscheinlich kommen die immer. So. Ist schon viel leichter so. Als wenn das Pony nicht so auf den Sack noch geht. Schauen wir mal. Zunächst, mal gucken, was das Schwert jetzt macht. Soll ich die überhaupt töten? Das Pferd reißt ja eh mit. Oh Gott, 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 oh Gott. Mensch, ich fahre schon viel zu langsam. Und RIP. Hör auf! War wieder voll bescheuert, ey. Hey, Hex, wer hat dir erlaubt hinzuhauen? Du sollst wiederbeleben und dich um mich kümmern. Ach komm, ey. Egal. Ich
Dark Souls 1 durch, Dark Souls 3 habe ich durch, ich habe Bloodborne durch, aber ich habe noch keinen gesehen, der so nervig ist wie der hier. Ohne Scheiß. Keinen. Okay, dann ist die Taktik, aber die ersten Skelette wegklatschen, dann doch wieder einfacher, glaube ich. Und dann schnell hin zu anderen Hexeln und hoffen, dass ich den nicht wiederbelebe. So. Und ihr? Na, hockst du noch? Rammelst du noch? Gut, da schieße ich dich wieder, oder? Glaub mir, ich habe Zeit. Wie gesagt, wahrscheinlich sind es die Bosse, die Gegner, die bleiben. Tschüss. Oh Gott. Fällt dir ein? Kannst du mal warten, bis du dran bist? Heilige, ey. Jo. The next. Und vom Level sollte ich eigentlich auch nicht zu niedrig sein. Also würde mich sehr wundern. Nein, du schlägst bis einmal hin. Bitte ich mir. Komm ich hin, bevor du kommst? Oh Gott, lauf! Mann! Trink! Trink, Schlappe! Trink um dein Leben! Natürlich. Natürlich triffst du. Bist du denn dumm? Kannst vergessen. Keine Chance. Die Nerven. So, seid ihr zwei da oben jetzt weg oder immer nicht? Diese Skelette nerven wie die Pest. Alter, ich träume heute Nacht vom Streitwagen. So, und ihr seid ihr wieder da zwei? Ich wette jetzt. Natürlich. Wie wäre es, wenn du Opa auf Dauer verschwindest? Wäre sehr nice, wenn du Opa auf Dauer dich verpisst. Dann könnte ich mir Zeit sparen. Na komm. Hallo? Ach, ist dann nur noch der eine. Gut, sind schon drei weniger. Das heißt, wenn der auch nicht mehr auftaucht, können wir gemütlich durchlaufen. Nee, hör auf mit dem Scheiß. Ich komme nicht bis zur
zweiten, oder? Ne, lass mal. Das ist zu risky. Hat er die jetzt wiederbelebt oder nicht? Oder nicht? Ne, hat sie nicht. Glück gehabt. Die Frage ist, bleiben die hinter den Skelette, die kleinen, hinter der Hexe tot oder kommen die dann durch die obere trotzdem wieder? Du legst die bitte wieder hin. Nein, stopp! Oh, danke. Hör doch auf mit der Kacke! Oh Gott, die ist da oben, ne? Oh. Hä? Wie bescheuert! Da ist noch eins. Nee, du kannst mir mal. Soll der Steinbach über dich richten? Der kommt leider mal, was? Arschloch. Vorsicht vom Pferd. Ach was? Und warum steht da noch einer? Das ist doch eine Drecksau, Alter. Miststück, gib mir mal ein bisschen Entfernung, du Nervskat. Anscheinend ist das Wegrollen effektiver. Der geht doch kein Mann. Nein, du blödes Scheißviech! Da hatte ich keinen Flakon mehr gehabt. Ach komm, leck mich doch am. Ein Schlag und die Ausdauer weg, ich hatte keinen Flakon mehr. Das war wieder. Da! Aber Progress. Du dummes Fickpferd. Moment. Wir laden nochmal alles hier auf. Einen Schlag ich noch gebraucht, für einen Schlag reicht die Ausdauer und die Flakon waren leer. Was unlucky Scheiße, ey. Was ich mal kurz gucken will. Inventar. Ausrüstung. Weg. Jetzt wäre natürlich schön, wenn der Einzelne da oben auch noch weg wäre. Das wäre natürlich jetzt toll. Dann könnten wir hier ganz gemütlich durchlaufen. Du bist
bist ja eben so, du, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. Einen erleichtert den Weg schon. So. Nächster Versuch mit den Karkviechern. Solange wir sehen, dass sie ein bisschen weiterkommen, ist es okay. Ja, das Pferd ist ein bisschen nervig. Das ist so schnell wie das tutet, so schnell gehst du gar nicht. So. Next. Eins, zwei, weg. Die schüttel ich kurz vorher aus und haust bei die Fresse. Eins, zwei, da wurde das Pferdchen schon, ich war wieder zu langsam. Oh Gott, ich bin jetzt ausgerollt. Bro, like a bro, ey. Oh, ich hab keine Ausdauer mehr. Lauf halt, wenn ich sprinten drück, du Trottel. Danke. Da lebt wieder eins. Nö. Wir warten kurz, mein nächstes klärtes Dorf, ich weiß. Ja, was ist denn da draußen los, ey? Hey. Spitz wohl. Denkst du mal deinen Flakon jetzt? Gib weg. Hab keine Zeit für dich. Gib weg. Kommen jetzt die zwei geschissen da oben, ne? Moment mal, sind die zwei? Fehlen da nicht zwei? Nee. Fräulein. Junge Dame, so nicht. Ach, da kommt da einer. Okay. Höhlenmagier gewandt. Da. Kann, mach doch nicht immer den Kopfstoß, hör auf! Schlag nach hinten aus oder irgendwas. Nein! Wieso blockt der den Kopfstoß nicht? Mach was anderes. Nein. Oder wenn er den macht einfach mal. Ob jetzt oder nie. Boah, endlich, ey, du nervige Scheißvieh, ey. Geh sterben. Boah. Boah, ey. Wie viel Tod hat er mich jetzt gekostet? 100. Meine Fresse, ey. Was habe ich überhaupt gekriegt, ey? Ich habe irgendwas gekriegt vorhin. Oh. Schwarzes Höhlenmagiergewand. Ich habe gar nicht geschaut, was ich gerade gekriegt habe. Wahrscheinlich die Seele bloß, ne? So. Ah, danke, das weiter, ne? Super, danke. Leck mich ab, Zuckerli, ey.
Ach, ein Bonfire. Wer hat's gedacht? Oh. Bist du Feder? What is it? Oh. You trot long home. Yes. This place won't be any fun. Not for you. Bist du auch so inner mit dem hier? Oder nicht? What is it? Oh. Okay. Der beleidigt mich bloß. What is it? Ne, okay, der will nichts mehr. Der beleidigt mich die ganze Zeit. Ja. Schön, dass er Bonfire ist. Okay, dann kannst du, dann geht's bestimmt unten irgendwo weiter. Ich guck mal, oder? Warte mal, zunächst irgendwo ein Seitengang ist offen. Ja, wo darf ich sie? Ach, halt die Schnauze. Irgendwo muss es ja weitergehen. Ich dachte, ich ging so hoch zum Bonfire. Da ist zu. Och, ich sollte mal meine Seelen einsammeln. Ne? Da ist auch zu. Da ist auch zu. Da ist auch zu. Ja, auch. Da auch. Da auch. Jetzt zurück, wäre ja doof. Wieder Schädel. Ach. Ja. Keine Ahnung. Wo soll ich jetzt hin? Da, also da oben geht es nicht weiter. Definitiv nicht. Habe ich irgendwas gekriegt, wo ich wirklich durch die Vorfälle nicht gesehen habe? Für den Camper da unten. Oh Gott, ich bin im Menü noch drin. Was bist du für einer? Was willst du hier? Kommt der daher da hinten? Ach, das ist der eine da hinten. Aber jetzt ernsthaft, da oben ging es nicht weiter, ne? Außer ich habe wirklich gnadenlos wieder irgendwas übersehen. Ich weiß, wo meine Seelen liegen, ist ja nicht schlimm. Wo geht's denn jetzt weiter? Ich muss bestimmt irgendwo wieder zurück. Jetzt hole ich erstmal meine Seelen wieder, löffel erstmal auf, weil das wäre schon ein bisschen. Gehen wir da ums Kürzer.
gehen wir darum. Ist viel kürzer. Gut, verpiss dich. Deswegen weiß ich aber trotzdem immer noch nicht, wo ich jetzt hin muss. Oben war ja nichts mehr. Geh mal jetzt hier wieder. Okay. Ach, du kommst trotzdem mit Nerven, ne? Oh, komm her. Bleib doch mal stehen, du Kacklappen. Lass dich schlagen. Ich hab den Boss besiegt. Hör auf zu nerven. Geh ich wieder Lego spielen. Mann. Ich hab gebockt, jetzt 50 Mal zu zusammen meine Säbel zu holen, nur weil du es hier nervst. Aber jetzt ehrlich, wo muss ich jetzt hin? Wenn ich da links untergehe, dann geh bitte verfolge ich wieder auf den Poller. Schüler mal Schüler, vielleicht ist da irgendwas. Ich hoffe es zumindest. Dass da irgendwas ist. Müssen wir eh hin wegen Outlevin. Tschüss. Geh mir nicht auf den Keks. Wir gehen zurück. Da geht es auch nur lang. Vielleicht war da noch irgendwas. Oh Gott, erschreckt mich nicht so. My lady. Bearer of the curse. Seek souls. Seek the king. Lest this land swallow. Na toll, schön. Hoch, habe ich die eine? Ich habe auch eine. Da gehen wir definitiv auf 20, weil sonst die. Da dauere ich gar nicht lange rum. Was mich halt irritiert. Erhöht verschiedene Attribute, um zu überleben. Erhöht Beweglichkeit. Was macht das eigentlich? Gift. Erhöht die Resistenzen, erhöht die Ballon. Erhöht die Verteidigungsballons. Deswegen weiß ich jetzt aber auch nicht, wo ich hin muss. Mich interessiert, was ist jetzt dahin mit dem Ding? War das da unten? Hat sich da irgendwas geändert? Nee. Immer nur dieses eine komische Ding da. I would not venture. It was blocked by a wall. Something, but it was crumbling, and I finished it. Die Mauer brockelt. Das hast du letztes Mal schon gesagt. Da war doch aber nichts. Da war auch keine brockliche Mauer. Außer ein nerviges Skelett. War da nichts. Der ist hier campt. Egal. Ja. Irgendwo geht's jetzt weiter. Gerade überhaupt kein Anhaltspunkt. Ich weiß, dass wir da noch das eine Gebiet können, aber dafür brauche ich ein Duftzeug mit dem einen Gebiet. Ich weiß, wir können noch darunter. But what now? Da unten. Puh.
hier? Aber ich will nicht da unten, das ist auch neuer Bezirk. Muss es doch weitergehen nochmal dann. Du kleiner Scheiße, der Nervspiel oder so. What is it? Ah. Ah ja, was sagt die Nachricht? Versucht angreifen. Warum sollte ich? Ja. I don't know. Wohin? Was hat der Boss hier für einen Zweck gehabt? Du hast hier hoch zum Leuchtfeuer kommen und da oben der NPC rumgammelt? Der springt, versuche ich bestimmt nicht. Das kostet mir wahrscheinlich den Tod wieder. Jetzt roll. Köpfe. Hier noch ein bisschen um, ich weiß es sonst nicht. Muss mir auch noch irgendwie reinkommen da oben. Und du, ach du kommst ja gleich wahrscheinlich da unten. Ne? Ach, hast du auch zu lang, bis du hochkommst. Oh mein Gott. Und du da oben kommst. Kommst du? Komm. Kommst du bestimmt auch gleich? Na komm. Das sind zwei. So, warte mal, was ist denn da? Was sehe ich denn da unten? Hä? What is here? Das hier. Das ist eigentlich überhaupt nichts, ne? Hundertprozentig bin ich. Ach, jetzt bin ich da wieder. War ich hier schon? Bestimmt. Anscheinend aber nicht, weil die Tür ist zu. Okay, wir gucken. Oh Gott. Okay, hier war ich anscheinend noch nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass es hier weitergeht. Ach ja, natürlich Bogenschützen. Was denn sonst? Geht's da jetzt weiter? Aber da war ich auch noch nicht. Au. Super. Halt einfach runter. Okay. Au. Mensch, Bogenschütze, geh doch einfach. Danke. Okay.
unten Nest. Da ist eine Leiter, okay. Da gucke ich gleich mal hin. Da war noch irgendwas hier. Sucht Angreif, hä? Trollo? Was ist mit dir da unten? Kommst du hoch? Danke. Messer. Wir gucken mal, wo die Leiter hinführt. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube aber nicht, dass es da weitergeht. Obwohl ich hier noch nicht war. Ja, natürlich, leider. Nur da oben im Gebäude, ne? Das war's schon wieder. Einfach nur zwei von euch. Ja, da ist das Item wegen dem Item, ne? Okay. Das war alles nur wegen dem Item. Darunter kostet bitte. Nee, darunter Stück bin ich noch hinüber. Ganz im Ernst mal. Wie unsinnig ist denn das jetzt hier? Wie unsinnig? Internet hat sie aufgehängt. Ja, super. Ja, Gott sei Dank, dieses Drecksviech. Ich hänge hier aber gerade. Da komme ich doch nicht runter. Was ist denn für ein Scheiß? Ja, das sieht man den Puffling, dass ich da nicht runterkomme. Na komm, scheiß drauf. Keinerlei Fallschaden? Okay. Aber was ich jetzt mache, ich hänge gerade das Sack, also ich weiß nicht wohin. Weil da oben war ja bloß ein Bonfire. Und ein Typ, der mir nichts zu sagen hat. Der mir nur sagt, ich soll mich verpissen. Was denke ich jetzt wirklich in das Sack, also gerade? Hier war ich glaube auch schon die ganze Zeit hier. Also das andere Bonfire. Ich gucke mal runter, angeblich war und auch ein Gang, oder? Und außerdem liegt da was. Warum glitscht denn der von dem Ding weg? Na gut, der unten war ich aber schon wegen der Truhe. Hä, wo muss ich jetzt hin? So Möglichkeiten gibt's doch gar nicht mehr. Ja. Na, du willst ja nichts von mir. Verstehe ich nicht. Den Sinn von dem Boss gerade nicht, der hat gerade nichts gebracht, null. Außer das Bonfire und den Typen.
einzigen Weg, den ich jetzt noch kenne, ist, wenn ich einen Duftzweig bekomme, in Bachula in die andere Richtung weiter und den Birnen dann. Anderen Weg kenne ich gar nicht mehr. Der hat ja hier jetzt nichts getriggert. Gar nichts. Ist ja alles zu hier. Das ist wohl umschauen, die Devise. Ja, da oben im Haus war ich jetzt auch endlich drin. Die Tür habe ich auch endlich mal gefunden. Das war nicht beabsichtigt, aber es war episch. Oh Gott, ich sag nichts. Pollenschmetterlinge. Geh mal du weg. Und du auch. Ich glaube, es waren ja bloß die zwei, ne? So, wo ging es jetzt runter, ohne dass ich wieder auf die Fresse falle? Da, wie es ausschaut. Und da ist auch irgendwo ein Schmetterling. Wo ist er denn? Irgendwo ist noch ein Flatterling. Da unten ist das große Kackviech. Da unten. Das hier. Hallo. Der Spalter, wo ist denn der Flatterling, der andere? Ah, da. Weg viel. So. Hier ist nothing. Die Truhe haben wir schon voll da unten. Tür voraus, gut hinsehen. Ich frag mich, wie, wenn du keine Heimatknochen hast, wie kommst du hier raus? Außer ich bin echt so blöd und übersehe die Tür. Jetzt mal ganz blöd gefragt. Hier ist doch keine Tür. Wie sollst du hier rauskommen? Als normaler Dark Souls Spieler ohne irgendwelche Portknochen. Tür voraus, das ist ja gut hinsehen. Verarschen, ey. Da ist doch keine Tür hier. Vorsicht, vor oben. Sollst du hier gerade herkommen? Ah.
Also hier unten bist du echt gearscht. Wenn du da nichts mehr hast. Scheiße, es wird so offensichtlich, dass ich es nicht sehe. Wo du hier raus könntest. Ja, da komme ich nicht raus. Ja, du kommst ja auch nicht raus. Voll doof. Habe ich irgendwas von dem gekriegt? Ich sehe einfach mal an, weil ich sexy bin. Jetzt setze mir. What is it? Oh. Oh, sehr gut. Hab's ja kapiert. Ja. Keine Ahnung. Ich sag's gerade nochmal, wo ich hin muss. Gehen wir uns mal da links noch angucken, aber war da nicht der Invader noch ganz links? Wo nervt? War der nicht auch noch da? Wenn ich nach da links gehe. Oh Gottes Willen, ey. Bist du kein Behinderter? Erschreck mich doch nicht so. Mein armes, schmutziges Herz. Da bin ich jetzt untergekommen, der Invasionskarikatur. Also Sperling, vergesse ich auch immer wieder. Ich kann mich jetzt hier noch ein bisschen umgucken. Weil ich nicht weiß, wohin. Da bin ich jetzt hingekommen, der Typ hier geschissen. Wofür ist der hier wieder drin? Was passiert jetzt? Was ist denn hier los jetzt auf einmal? Der Hebel jetzt gebracht. Außer ein Heidenkrach. Kannst du den auch mal benutzen? Nee. Was hat der Hebel jetzt gebracht? Ach, ernsthaft? Okay. Das hier. Und das wieder, du konntest den Hebel nur nutzen, wenn du den gekillt hast gerade. Irgendwie so.
komm erstmal drauf, dass du dann da einen Hebel umlegen musst. Tolles Gebiet voraus. Was sagst du es mal nicht? Oh. Okay. Da geht doch. Natürlich. Verschlossen das Bonfire. Gut, was ich nicht schlimm finde. Da vorne am Eck ist auch gleich eins. Das geht da links, das geht da rein. Streitkolben-Magie. Ach, je. Lass mich raten. Das kennt, dieses Prozedere kennen wir doch irgendwoher. Komm. Ja, gut. Ich kann mir schon denken, wo das hinführt. Ich gehe mal kurz da drüber. Da drüber. Wo ich da hinkomme. Einer war ja auch nicht. Falls da auch was ist. Außer. Irgendwas. Ich glaube, in der Höhle geht's weiter, habe ich den Eindruck. Hey, Junge! Das ist auch auf der Spur, ha? Ich schaue gleich mal, wenn ich runtergehe. Wäre vielleicht möglich. Toll, ich habe gemeint, eigentlich da unten geht's weiter, aber hier sind wieder 5 Millionen Wege. Why? Oh, fick dich einfach fett in die Hölle. Fick dich einfach nur fett in die Hölle. Gnadenlos, ich bin auch gleich gnadenlos. Oh Gott, bist du für Lästige? Ja klar, trinken auch noch. Am Arsch, Bitch. Tch. Hallo? Ist das auf? Wo geht's denn los? Hast Miniboss? Scheiß auf Miniboss. Setz mal Boy, genau. Scheiß auf Miniboss. Und toten Keimschlüssel. Lass mich ran, das ist der Schlüssel zum Bonfire. Boah, ich bin so Kackflatterling. Ich weiß nicht, ob ich da lang will, weil mir kommt das vor, als komme ich sonst irgendwo hin. Ich gebe das Bonfire aktiviert, also das Bonfire aufspannen da unten. Ja, geht. Ich glaube, dass es geht. Das glaube ich dir sogar sehr gut. Wir machen erstmal die Tür da unten auf. Da gucken wir gleich. Das war zu erwarten. Na. Oh, da taucht wieder einer. Oh, was bist du für einer? Von welcher? Von wo kommst du her? Who are you? I thought you were that bastard for a moment. You've set me free. Now I can find him. The cheeky prick. He won't know what hit him.
into land to hone my blade. I've heard this land was full of danger. I thought it would suit me perfectly. I joined forces with a man on the way, but he was no more than a backstabbing knave. He took the first chance he had to try and off me. I decided to set a trap for him here. But then I got trapped myself. I can't believe that I was so dense. Thank the stars that you came along. You be careful of him. Pate, I think he said. No, this is a rather unusual ring. You know it when you see it. I've seen his type before. He kills entirely for the pleasure of it. I'm sure I won't be his last victim. The man's better off dead. I tell ya. He's a slick talker, so don't let him fool ya. Pate, the man with a strange ring. Watch out for the slimy rat. And don't you believe a word he says. I'll find the common footpad and put an end to his roguery. Ah. Pate. And don't you I'll find the common footpad. Der meint aber nicht den kleinen Flachträger. Der nach dem Boss war. Kann ich hier nicht die Fackel anzünden? Warum kann ich hier keine Fackel anzünden? Irgendwie ist es voll komisch. Aber ich will nicht runterspringen, aber dahin war noch ein Weg mehr. Da war noch nicht nur. Och, Tür, jawoll. Sasuke, Junge. Feuerfackeln anzünden? Ich guck da immer. Ist ja eh für die Katakomben da unten gedacht. Ich guck gleich mal. Leuchtfeuer. Au! Da hinten. Oh Gott! Denk doch einfach mal. Ich habe das Gefühl, ich komme immer, egal wo ich hinlaufe, woanders hin. Wir werden sehen. Weiß einer mit Stinkflappons. Nee. Das ist Mario, oder? Der hier rumeiert. Oh, wo bist du, Perversling? Oh, du widerliches Arschkind, ey. Boah. Du widerlicher Bastard, ey. Ist da irgendwer? Ich bin immer neugierig. Zählt doch da irgendwas. Ach, da, also. Kackpanzen, ey. Hä? Blöde Wall, ey. Treff jetzt! Jetzt die feige Bitch.
zeigt jetzt etwas. Gibt's ja wohl nicht. Versteckt sie da in seinem Pissloch. Also. Das kommt bei mir nach Boss aus oder neue Gebiet. Es gibt nur diese zwei Optionen. Lass mich raten, wir sind. Ich bin wieder der Katakombe, nur auf der anderen Seite. Wo ich gerade war. Ja, wir können da lang. Die Fackel kann man nicht holen. Die hast du dauerhaft im Inventar. Da. Wo diese Stunde 3 Minuten sind, die ist indirekt da. Die kannst du nicht ausrüsten. Die da lag. Das da, ja, das hole ich gleich, wenn du so gut meinst. Erstmal das hier. Aber es ging ja da hinten auch noch weiter. Da komme ich gleich wieder rein. Ich gehe da wieder rein. Ich will mal gucken, was da unten noch ist. Da jetzt hätte ich gerade irgendwo nach unten. Bin ich jetzt wieder dumm. Bin ich jetzt einfach nur mal so. Bin ich einfach nur mal kerndumm. Wahrscheinlich bin ich nur dumm wieder. Okay, kein Kommentar. Ja, da ging es lang. Ganz am Anfang kommt mir auch in die Katakomben. Oder ich nenne es einfach mal die Katakomben. Ach, wir gehen jetzt einmal da lang kommen. Wir merken uns ganz am Anfang, wo das dumme Skelett wieder aufgestanden ist, war auch noch was. So, da war das. Lustiges, du triffst dich. Da ist das. Oh, hier die Scherbe, trocken. Shortcut? Nur von wo? Oh, eine Flakon und erste Scherbe. Oh, nice. Du warst der Negromant, der alle wiederbelebt hat. Oh, verflucht. Dachte ich mir doch was. Oh, Leute, diese Lache, Alter. Ach, ich kann. Jetzt weiß ich, was die Fackel zu bedeuten haben.
Okay, das ist. Die Krüge, das. Ja. Oder allgemein die Fackeln. Boah, du Bastard. Toll. Es geht einmal da lang. Ach, das war die. Ach, das war die Brücke von vorhin. Ah, okay. Lass wieder, das ist die andere Seite. Du weißt, dein Meister ist tot. Feilchen. Was geht mit dem da? Ja, das heißt also, unser nächster Zielort ist die Nebelwand. Okay. Aber Machula Estus-Scherbe eintauschen, nicht vergessen. Where's my girl? So. Is that a shard you've here to see light, however faint it might? Ich glaube, aufsteigen kann ich nicht, habe ich zu wenig, oder? Ne, kann ich immer noch. Okay. Oh, dann gucken wir, was in der Nebelwand ist. Wenn da gleich wieder ein Boss ist, ich will auch nicht. Wir werden sehen. Schlimmer wie das Pferd kann es ja nicht werden. Ah, schön. Dann gucken wir uns mal, was in der Nebelwand ist. So schön. Boah, die Frage, wo ist kürzer? Und da der Weg zur Nebelwand so beschissen ist, kann sich ja was mit dem Boss. Aua, ein Boss hin. Kommt doch her. Dass der trotzdem immer einmal trifft. Geh nach Scheiße. Das habe ich eigentlich die ganze Zeit aus. Ist dunkel, ich schwöre die ganze Zeit wieder. Ich schwöre die ganze Stadt hier, oder? Na gut, komm, gib mir den nächsten Boss. Wunderbar. Boss ist ein neues Gebiet, aber das Tor ist so groß, ich schau mal aus wie Boss. Ach du Heilige. Was ist denn das? Was wird denn das jetzt wieder? Grillparty. Oh Gott. Das Grillparty, ja.
Lass mich ran, ihr steht auch wieder auf. Juhu. Au. Hallo. Schon mal was verschilden können. Oh Gott. Ich hab genug von Skeletten. Ich hab Hängerskaul-Skelett-Trauma. Gut, ich hatte wenigstens ein bisschen Luft. Oh Gott. Willy? Hä? Komm mal vor, wie Ikea hier. Was los hier? Und ich glaube, wenn ich die Skelette töte, das bringt überhaupt nichts, die stehen wieder auf. Viele, ey. Natürlich, wir hatten die erlaubt auszuweichen. Natürlich lebt ihr alle noch. Moment. Gott, ist das nervig. Das ist schon... Oh ne, keine Wheels. No. Nein, ich habe keine Pinwheels. Einfach alles töten. Das sagst du einfach. In dem Moment, wo ich stehen bleibe, hauen die mir auf die Fresse. Durch die Masse. Da macht's mir die Masse statt die Klasse. Oh Gott. Nee, vor euch rede, dann habe ich die Schnauze voll. Na? Alles schön gemütlich nacheinander. Das ist ja auch einfach nur noch lästig und mehr nicht. Guck mal, das ist ein dicke auch noch. Oh, ja. Schlimmsten finde ich die Räder am schlimmsten. Claudi! Au! Kommst du her? Bei Fuß. Bist du verarscht? Hör doch auf. Ich werde mir das nie verzeihen, wenn ich jetzt hier verkacke. Was war denn das für ein Kack? Das meine ich. Erst kommt so ein scheiß Boss, da kommen wir so... Blub. Ja, easy. Ja, easy. Und hier ist wahrscheinlich wieder nichts. Ja, abwechslungsreich. Okay. Ach, da geht's weiter. Ja, machen wir was anderes. Naja, Masse statt Klasse. Ah. Hebel. Ja, bin ich gespannt, wo ich jetzt hinkomme. Na, wo führst du mich jetzt hin?
Okay. Ohne Wiederkehr. Oh Gott. Kommt jetzt mit Aufzügen hier. Das war ja eigentlich fast klar, ne? Viel Spaß. Genauso schaut mir das aus. Wie viel Spaß. Giftsumpf. Haben wir. Wenn ich höre Gift, dann ist mir jede Giftresistenz recht. Das ist ja die höchste, ne? Dann schalte ich aber auch kurz auf Def. Hauptsache ein bisschen Gift-Resi. Jetzt schaut mir aus wie der letzte Depp. Noch schneller vergiftet, wie bescheuert. Oh, my girl. Ja. Are you a traveler? I'm Cloanne, a Norstone trader. I travel about collecting rare stones, which I sell to make my living. I never planned to visit this God's forsaken place. But I don't know. I just sort of ended up here. I must have just wandered in. But now that I'm here, I've been scouting around for rare bits. Oh, don't look at me like that. Many of these stones are quite useful. For instance, certain stones are used in smithing. Oh, now your ears prick up. I've extras if you can pay. This is my trade, after all. I came here in search of rare stones, but the place is nothing like I was told. All this poison, and you can't get very far inside. Don't just go haplessly wandering about. Ja, was hast du ge... Ach, guck mal an. Die nehmen wir da alle mit. Puff, man weiß ja nie. Warum? Das Problem ist, dass wenn das hier, wenn du ja einmal verbrennst, das kriegst du ja nie wieder los. Habe ich so den Eindruck. Stones may look all the same. Some of them are used to smith weapons and armor. Some of them are extremely rare. Yeah. None of the differences are easily visit me again. Yeah. Whenever you please. Well, what, whenever, whatever. Also, ich kam von da. Edel, ich kann dir bis zum Bauchnabel gucken. Oh Gott. Ich hoffe, es gibt eine ordentliche Giftrüstung, ey. Weil das ist pfui sonst. Okay. Der lauscht den Felsen, den Klang der Steine. Ach, oje. Das sehe ich. Das ist ein Kackgebiet, das siehst du schon sehr gerecht.
Das sieht man einfach schon. Weil da ist langes Gift, du hast nicht mal eine Giftdrese oder irgendwas. Außer. Hallo? Was habe ich denn hier? Feuersamen, stärkt Pyromantieflamme. Okay. Verringert die Giftansammlung. Stärkt vorübergehend die Giftresistenz. Das können wir mal einfach mal ausrüsten, wenn es schon mal hier ist. Das habe ich jetzt gerade nicht gemacht, ne? Hä? Steh mal auf, Junge. Ich komme da nicht runter, aber hältst du rum dafür? Die Dichte ist so schlimmer tickt, das glaube ich sogar. Bloß wie lange hält das hier an? Der hier, der schaut aus, als wäre der Bock. Oh mein Gott, das heißt, wir müssen ein bisschen Zeit bringen hier, ne? In dem Gebiet. Ja, ist nervig. Wir brauchen einfach wahrscheinlich bloß ein bisschen Zeit. Jump G. Ja, vergiftet. Oh, Alter. Das Gift tickt ja. Puh. Und das Schlimme ist, das Gift hier tickt ja. Tickt halt richtig asselig, ne? Das Gift hier. Tickt halt richtig hart hoch. Was mit dir eigentlich? Wenn du so Bedarfs 1 etc. bla bla vergleichst, das tickt ja richtig beschissen. Natürlich, wo kommst du her? Es wird ein Etappen. Komm. Es wird ein Etappenspiel hier. Ach komm, go. Da war alles. Das Loot ist schon nice, also okay. Das hört sich wieder stark nach Drachen an. Lass mich raten, an dir komme ich nicht vorbei, wenn ich da unten rein will, mein Freund. Bestimmt muss ich an dir erst vorbei. What the fuck? Ich häng fest. Ich tue ja nichts. Tue mir auch nichts. Ach, das ist. Ach, das ist der hier. Ja, Junge. Ach doch, der da oben drauf. Cool, lol. So einer bist du, also. Geronimo!
natürlich, war klar. Ja, Hexerei. Was ne Kacke. Oh, wir haben Duftzweig gefunden. Geil, wir können in dem anderen Gebiet später weiter. Oh, der Typ mit dem blauen Schwerthaupt. Ah, dich kenne ich doch. Hast du die verlaufen vom Möchtegern Schandstadt? Immer noch Real Deal. Gavlan wants soul. Many, many soul. What? With Gavlan, you. Schön, ich habe ein bisschen Grab. Kann ich an dir ein bisschen Grab verkaufen? Ja, kann ich wieder doppelte Karre verkaufen? Endlich mal bei dir wieder? Wie? Den Scheiß, ich doppelt habe und den dreifach. So viel doppelt und dreifach habe ich gar nicht, ne? Mehr. Wenn ich so guck. Das Zeug verkauft man eh nicht. Das ja auch nicht. Many deal. Ja, gleich aus. Komm halt die Fresse, ich will aufs Menü. Ich habe aber gerade einen neuen Waffen so noch gerade angeschaut, was ich alles habe. Ich weiß auch schon gerade mehr, was das alles ist. Magische Steinkolben, na gut, aber es ist Magie-Skin für. Oh, wo hab ich denn das her? Ups, ultra großes Schwert. Dran liegt Schwert. Ach du Heilige. Willkommen im FFC Remake. Ich spiele jetzt einmal kurz aus, ich bin neugierig. Erstmal gucken, was da drin ist. Sprich, du hast ein Schild auch noch bei. Ich gehe nicht home. Halt wütend. Da kannst du doppelt nicht dran. Für Großschwert ist es eigentlich recht schnell. Seid ihr da oben für Bitches? Okay, Bitches. Natürlich. Ja, gut, ihr kommt aber nicht bis da hoch, ne? Bis daher, ne? Obwohl sie gewisse Range zur Verfügung.
Spider Bomb, dein bester Freund. Manchmal, ne? So, was ist er jetzt? Gucken wir mal den Damage hier an. So, warte mal. Kannst du das da unten einschlagen? Hätte das sein können. Wo hätt ihr das? Hoch? Hallo, hallo, hallo. Ah ja, das macht ja richtig überall Schaden. Gut, vielleicht nicht, ich denke auch nicht so weit. Ich muss morgen früh auch noch zwar nicht arbeiten, aber ein bisschen eher als sonst. Dann schlaf gut und ich gebe mir Mühe, nicht so weit zu machen. Ach, ein Bonfire. Wer hat's gedacht? Wie stellt der weg? Hau ein Everts Loch ab. Okay. Da schmeißt du schwer mit irgendetwas. Da geht's runter. Oh, ich glaube, da möchte ich nicht runterfallen. Und da auch nicht. Obwohl, da liegt was. Shit. Boah, nee, Alter. Das ist ja echt affig. Das Gebiet, ey. Hoffe ich, dass man hier bald was findet. Oder zumindest einigermaßen giftig ist hier Rüstung. Ach, mal an. Giftstein, faules Harz, was ist denn ein Giftstein schon wieder? Was ist denn schon wieder ein Giftstein? Das hier explodiert durch den finsteren Schaden an. Das ist wieder ein Giftstein. Habe ich gerade gelesen. Hallo, ich bin überhaupt mich. Egal. Ah, jetzt muss ich aber echt hier runter. Ins Gift runter. Boah, really? Oh, wie bekloppt, ich geh wieder hoch. Oh shit!
Also wenn du Items willst, dann musst du echt herunter. Wo war denn das eine, was ich gesehen habe? Ja, ich muss herunter, ich will das. Oh mein Gott. Wo geht's denn da lang? Oh mein Gott. Alter! Okay, aber ich bin wieder raus. Ich habe das Item. Mehr will ich gar nicht. Aber meine Seelen. Na gut, 12.000 Seelen. Wenn ich es genau nehme, ist das nicht viel. Aber es wäre eigentlich ein passender Zeitpunkt, einen Break zu machen. Ohne Witz. Bitte. Bist du was zu dir? Dann denke ich mich doch einfach. Da gehe ich alleine. Wo kommst denn du her? Wobei ich glaube, ich mache wirklich einen Break, werde langsam müde. Oh Mann. So. Haben wir jemanden, den wir hier raiden können? Natürlich. Party beendet, um mich zu verarschen. So, beenden die Party. So, wir machen jetzt erstmal schön gemütlich unseren Endscreen. Das machen wir so. Wer auch immer noch hier ist. Ich rede. Die keine Ahnung, was bin ich Shana ja noch, ey. Wir gehen lieber, wir graden lieber zu Shana. Und wir hören uns demnächst wieder. Bye bye.